zum 39. Teil von Leontal. Das Thema heute: Gleise einschottern. Wichtig, Gleise einschottern, weil das dermaßen das Gesamtbild der Anlage prägt. Man sollte einigermaßen viel Zeit und Mühe aufwenden, finde ich. Und deswegen mache ich das auch. Und mir macht es Spaß. Gleich vorab für all diejenigen, die es noch nicht gemacht haben: Es ist wirklich nicht besonders schwer. Na, gute Nachrichten. Zweitens, ich verwende die klassische Methode, die ich gleich zeige. Keine Raketenwissenschaft, ist auch nichts revolutionär Neues, nichts Weltbewegendes, ganz so, wie es jahrelang, seit Jahren schon gemacht wird und wie ich es auch seit vielen Jahren gemacht habe. Wie und warum und weshalb und wieso, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. Was brauchen wir alles zum Schottern? Gleis. Das hier dürfte bekannt sein. Das habe ich bereits verwendet in dem einen Video zum Gleiseverlegen und auch im Video zum Thema Gleisealtern mit Airbrush. Das jetzt einfach nur zu Demonstrationszwecken. Das Gleis. Dann brauchen wir Schotter. In meinem Fall, ups, vorsichtig, ist ja offen hier, ne? Vielleicht besser so, dass man sehen kann. Minitec TT, das Thema Schottergröße wurde hier langfristig besprochen. Ihr erinnert euch, für dieses Video nehme ich nur TT. Ich werde dann endgültig verwenden TT mit etwas kleinerem Z noch gemischt. Nicht allerdings H0. Aber das habe ich lang und breit schon besprochen, das müssen wir hier nicht nochmal erwähnen. Also Schotter und das Gleis. Zum Aufbringen vom Schotter kann man schlicht und einfach einen Löffel nehmen und den Schotter dann so drauf machen. Ist aber ein bisschen mühsam. Was ich verwende, ist eins von diesen recht pfiffigen Teilen. Das gibt es in 50 verschiedenen Variationen von 50 verschiedenen Firmen. Dies hier ist für den Maßstab H0. Es wird einfach nur draufgesetzt und dann so entlang gefahren. Hier oben kommt der Schotter rein. Sieht also so aus. Hier unten hat es einen Schieber, mit dem kann man die Öffnung unten einstellen. Ist eine ganz pfiffige Geschichte. Nichts Besonderes. Ich weiß auch nicht mehr, von wem ich das gekauft habe. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, irgendein britischer Hersteller. Aber die gibt es in verschiedenen Variationen. Das heißt, man setzt das auf die Schienen drauf, füllt Schotter ein und fährt dann vorsichtig entlang. Und genau das mache ich jetzt mal. Immer gut nachfüllen. So, ordentlich viel Schotter drauf, natürlich viel zu viel. Das heißt, jetzt geht es darum, das anzupassen. Ich denke mal, dass dieser Schlitz jetzt hier, den ich verwende, war vielleicht auch ein bisschen groß. Das ist eine Sache, das auszuprobieren und das möglichst pfiffig zu machen. Der Schotter ist erstmal auf dem Gleis. Wie gesagt, viel zu viel. Viel zu viel ist aber kein Problem. Zu wenig ist ein Problem. Um das zu verfeinern, nehme ich erstmal ein Pinsel. Mit diesem Pinsel streiche ich hier einfach vorsichtig entlang. Möglichst flach dabei halten, nicht anfangen so rumzuschrubbern. Was mir dann passiert ist, dann fliegt mir alles durch die Gegend und das will ich nicht.
immer weitermachen, vorsichtig, bis die Schwellen komplett zu sehen sind. Es gibt andere Methoden. Man kann zum Beispiel, ich habe auch schon gesehen, oder was ich auch schon gemacht habe, man könnte sich ein Stück Kork, so einen Korkblock zurechtschneiden, der dieselbe Breite hier hat zwischen den Schwellen. Das ist eine Geschmackssache, jeder wie er mag. Ich mache es so und es funktioniert. Das sieht schon mal recht gut aus. Dann hier vorsichtig glätten. Kann auch, wenn man möchte, die Finger verwenden. Was man natürlich auf gar keinen Fall haben will, ist Schotter auf den Schwellen. Das sieht erstens blöd aus und zweitens ist das in der Realität auch nicht so. Das sieht schon mal sehr gut aus. Nochmal drüber. Kann man noch, wenn man möchte. Ups, das war schlecht. Das ausmodellieren, je nachdem, wie man es haben möchte. Als nächstes muss der Schotter verhärtet werden, quasi. Sonst würde er alles hier rumfliegen, sobald man rumhustet oder so. Was ich dafür nehme, ist das, was ich hier gerade schön rumrühre. Das ist 50% Holzleim und 50% Wasser und ein Tropfen Spüli, Priel oder irgendwie sowas. Das sind keine großen Geheimnisse, also das ist eine uralte Geschichte. Es gibt natürlich auch, mittlerweile gab es früher nicht, ne? Hier Opa erzählt vom Krieg, spezielle Schotterkleber, die ich einfach nicht kenne. Und weil ich diese Methode hier kenne und das immer so gemacht habe, fühle ich mich damit wohl. Wenn jemand Erfahrung mit den Schotterklebern hat, also ich habe schon viel Gutes gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, von Minitec zum Beispiel gibt es die, dass die irgendwelchen Mist verkaufen. Das hier wird jetzt über den Schotter geträufelt. Vorsichtig. Das Priel nimmt man, damit sich die Flüssigkeit besser zwischen dem Schotter verteilt. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine alberne kleine Plastikpipette genommen. Nur für Demonstrationszwecke. Natürlich würde man ansonsten was Größeres nehmen, ist ja klar. Großzügig verteilen. Da darf ordentlich was rein. Ups. Und wie man hier sehen kann, verschwindet diese Flüssigkeit sehr sauber im Schotter. Es gibt Schotterarten, bei denen gibt es damit Probleme. Dieses Zeug hier von Minitec ist wirklich großartig, gefällt mir gut.
von innen anfangen, damit das Ganze schon nach außen dringt. Wenn man außen anfängt, kann es sein, dass man den Schotter wegschwemmt. Das ist nicht so clever. Das Endergebnis sollte wirklich so sein, dass es komplett durchgetränkt ist. Das ist auch eine Gefühlssache. Das kann man, wenn man das noch nie gemacht hat, einfach mal vorher an einem Versuchsgleis ausprobieren. Jetzt fühlt es sich hier schon so an, als wäre wirklich alles soweit getränkt. Dann in diesem Fall hier die Blasen, die sich gebildet haben, kurz wegdrücken. Man kann jetzt auch noch prima, wenn man möchte, nachträglich ein bisschen modellieren. Beziehungsweise hier ist jetzt noch Schotter auf den Gleisen. Das kann man natürlich nachträglich, wenn es fertig ist, auch nochmal runterreiben. Aber vorsichtig sein, nicht vergessen, das ist wasserlösliche Farbe hier. Hier guckt noch ein bisschen Kork durch, da müsste man dann noch ein bisschen mit Kleber hinterher, mit Schotter hinterher und dann Kleber drauf. Das mache ich jetzt einfach nur, damit ich hier einen einigermaßen schönen Abschluss habe, denn das Ganze soll noch weiter als Gleis für spätere Videos dienen. Gut. Blasen weg. Und das war's. Erstmal, was man jetzt macht, ist warten. Mindestens 24 Stunden. Morgen früh sollte es hoffentlich hart und trocken sein. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Beinhart, knochentrocken. Das fängt relativ schnell an zu trocknen. Das ist halt Holzleim, das kennt man ja, das Zeug. Ein paar einzelne Steine. Ich habe alles abgesaugt, aber es löst sich natürlich noch ein bisschen was. Und was man jetzt noch machen müsste, sind diese einzelnen Steine hier, die auf den Schwellen liegen, je nach Geschmack entfernen. Aber davon abgesehen, tolles Ergebnis. Und es ist wirklich, wie man sehen kann, nicht allzu schwer. Was mir aufgefallen ist, dazu nehme ich mal ein bisschen von dem Originalschotter und packe den mal so ein bisschen hier an die Seite. Der Farbton hat sich ganz leicht geändert nach dem Einschottern.
Ich finde das nicht nur nicht dramatisch, sondern stört mich überhaupt nicht. Es ist aber etwas dunkler geworden, etwas, sagen wir mal, dreckiger geworden. Was ich ganz schön finde. Das ist bestimmt nicht bei jedem Schotter so, dass sich der Farbton leicht verändert. Man sollte aber vorher, wenn einem das Sorgen bereitet, das auf jeden Fall ausprobieren, wie das nach dem Zusetzen von Leim, Wasser und Spüli, wie das Ganze dann aussieht. Mir gefällt es gut so, wie es ist, deswegen ist es kein Problem. Aber, wie gesagt, gut zu wissen. Und damit ist das Ganze fertig. Und sieht super aus. Das war's. Vielen Dank. Ich hoffe, das war einigermaßen aufschlussreich. Wie schon anfangs erwähnt, es ist wirklich nicht besonders schwer. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber man muss es ja auch nur einmal machen. Deswegen lieber einmal richtig machen, denn das Ganze wieder abzukratzen und neu zu machen, ist ein Albtraum. Ich weiß, wovon ich rede. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war was dabei. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Cheerio.